Hallo, da sind wir wieder. Und ich bin wieder auch dabei. Wer hätte es gedacht? Sind selber schuld? Sie haben einen Mörder geschaffen. Ja. So, alle Nachtwärter sind tot, jetzt gibt es keine mehr. Welche Nachtwärter? Ich habe gar keine gesehen. Böse, böse Junge bist du. So. Jetzt wird er wenigstens nicht von seiner Frau umgebracht, weil er vom verstorbenen Onkel das Geld, das Erbe verwendet hat, um einen Fernseher zu kaufen. Weißt du das alles? Ja, ich habe doch vorher zugehört. Ach so. Hat er das doch gleich erzählt? Ja. Obwohl, vielleicht hat seine Frau nicht herausgefunden. Was? Vielleicht hat er seine Frau das nicht herausgefunden. Ja, es passt schon. Jetzt passt nicht, du hast ihn umgebracht. Ich hab alle nicht. Drei umgebracht, sogar den, wo er still war. Und ich hab mich wohl gefühlt dabei. Das hat mir gefallen. Ist der Touch of the Killer? Oh, das sind die Polizisten. Was wollen die denn von mir? Ich hau mal schnell ab. Ich weiß auch nicht, was sie von dir wollen. Vielleicht eine Erklärung, warum du drei Menschen umgebracht hast. Und Hunde, und Benzinmarken gestohlen hast. Ah, okay. Das kommt noch dazu. Und in eine Bundesbehörde eingebrochen bin. Den Alarm ausgelöst hat. Ja, das könnte schon ein Grund sein. Nein, da kommen immer mehr Polizeiwagen. Ja, was erwartest du in wo auch immer Mafia abspielt? Was erwartest du in Amerika? In New York sozusagen. Empire Bay. Mehr korrupte Cops, hä? Ja, das weiß ich. Die haben viel zu wenig korrupte Cops dahingesetzt. Nein. Ich sollte mal meine Waffe lieber weg drin stecken lassen, weil sonst werde ich auch noch erkannt in der Waffe und dann darf ich gleich noch mehr Leute töten, die auch nur ihren Job machen. Ja. Ich hatte zum Glück nur ein Computerspiel. Pass doch auf, du Rüppel! Was hast du gesagt? Was? Nein, ich meine den. Ja, wo hast du zu mir gesagt, pass doch auf, du Rüppel, jetzt wollte ich eigentlich die Birne wegballern, aber ich hab schon mal gelassen. Oh, wow, Liv ist man nicht. Die Bullen haben mich gerade fast überfahren. Darf ich die wenigstens töten? Deine Entscheidung. Nein. Ist das. Das geht will das nicht. Das bietet mir alles. Alles, was spaßig ist. Dann tötet sie halt. Nein. Das ist mir verboten. Das ist gar nicht meine Entscheidung. Was ich auch cool was ich auch cool finde, dass hier überall auf dem Briefkasten oder so Schnee liegt, weil es schneit ja. Hm. Wir sind ja im Schnee. Im Schnee. Im Schneebiom. Ja. Von Minecraft. Ja. Okay, und hier war gerade ein Tintenfisch. Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch, wenn es Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Sehr von nach Minecraft. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen. Hey, das ist übelst laut jetzt gerade. Das ist zufällig Maut. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Jetzt kommt eine dieser Zeitmissionen, die ich hasse in jedem Spiel. Ich hasse Zeitmissionen. Wer tut das nicht? Du.
Du liebst es halt noch so. Ja, bis dann, Hobby. Kumpel. Hab ich nie gesagt. Doch, du liebst Zeitmissionen. Es ist einfach dein Hobby, Zeit zu missionen. Nö. Doch, ist dein Hobby, du liebst Zeitmissionen. Aber willst du das wissen? Weil du es mir gesagt hast. Hab ich nie. Wie viele brauche ich? Das war jemand, den ich den Namen jetzt nicht erwähnen werde, weil er sonst geflammt wird. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar, ich hoffe bloß, ich krieg keine Ahnung. Hey, hör auf damit. Sogar deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Tut mir leid. Sechs Tankstellen muss ich. Was? Ich muss sechs Tankstellen. So. 2, 3, 4, 5, 6. I'm Lowell Harris, Manila in the Philippines. United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. US forces have completely encircled the city and are now. Das ist kein Wunder, dass ich mir scheiße kann. Sie, ich habe ein paar Benzinwagen übrig, wenn Sie wollen. Sind günstig. Verstaut. Ja, in Ordnung. Verstopft. Alles klar, hier. Und kein Wort zu. Sie können jetzt nie wieder scheißen. Finde ich gut. Niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Hör auf. Das ist jetzt wirklich zu eklig. Aber es ist ein Thema. Also Leute, schaltet bitte mal 3 Minuten oder so ab.
Wär's mit ein paar... Nö. Ein paar Benzinmarken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kein Problem. Ich bin noch geht da. Aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Kennst du Counter-Strike? Nö. Eckige Klammer auf, DGT, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, G, eckige Klammer zu, Leertaste, Dayel Games, das ist mein Name. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Central Radio ECNR, Empire Bay's number one radio station.
mache jetzt erstmal meine Athletiktür auf. Ja, wir schalten es nicht mal wegen ein paar Sekunden beschissenen Abschluss. Wegen ein paar beschissenen Abschlusssekunden schaffen wir es so schnell. Okay. Genau, da oben schaffen wir es doch nicht hin. Ist doch so asozial, Mann. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Das ist nie Bock auf Mission. So. Ich hab nur noch ein Achtel Zeit oder so. Und ich muss hier einen Kilometer weit fahren oder so. Das ist doppelt so lang wie die Strecke, wo ich gerade gefahren bin. Du musst halt schneller fahren. Auch wenn dein Auto dabei drauf geht. Also, keine Bullen, keine Bullen. Nein! Nein! Wollen? Nein! Gleich ist die Zeit um. Da ist nur noch so eine Fingerspitze. Wie bei so arschgekröteten, verfickten Scheiß-Spieleentwicklern. Und die Zeitmission in ihr Spiel einbauen. Hälfte des Weges habe ich geschafft. Schneller! Ich fahr schon 60. Schneller geht nicht! Noch eine Sekunde, noch 10 Sekunden oder so habe ich. Nein! Hör auf zu jammern! Die Tankstelle, die Tankstelle! Kein Unfall, kein Unfall! Nein! Nein! Fahr den! Fahr den! Nein! Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Oh ja klar, sicher doch. Ja, okay, hier, mit der Kohle. Ja, okay, hier ist das Geld. Okay, Kumpel. Kann lass mich nicht los. Klar? Scheiße, es ist nach Mitternacht. Ja, schätze, das war's. Ich will besser zurück zu Joe. Geht's dir gut? Nein. Ja, okay, dann ist ja gut. Scheiße. Ich höre, es kommen tausende Kommentare, wenn wir irgendwann mal so groß sind. Elmo, du bist ja voll schlicht. Mit einem H, kein C. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.